Einen schönen Fußballabend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, aus dem Budapester Nebstadion. 76.000 Zuschauer erwarten das Semifinalspiel im Europacup der Landesmeister zwischen Újpest, Doja und Bayern München. Ein Semifinalspiel, zu dem gerade der österreichische Fußball eine besondere Beziehung hat, kennt er doch den ungarischen und den deutschen Fußball besonders gut. Schiedsrichter Sergio Gonella wird in wenigen Sekunden dieses Spiel anpfeifen und ich gebe Ihnen schnell die Aufstellungen. Újpest im Tor mit Szent Mihály. Die Nummer 2 trägt Noschko, mit der Nummer 3 spielt Hajani und das war der Anpfiff dieses Europacup-Spieles, das mit ganz großer Spannung hier in Budapest und wahrscheinlich in ganz Fußball-Europa erwartet wurde. Nummer 3 also Hajani. Bayern hatte Abstoß. Die Bayern spielen in den dunklen Dressen von rechts nach links. Újpest Doja ganz in weiß von links nach rechts. Warten wir diesen Out-Einwurf noch ab, ob er etwas bringt. Jawohl, einen Eckball für die Bayern. Noch keine Zeit, um die Aufstellung durchzugeben. Konzentrieren wir uns auf das Spiel. Den Eckball führt für die Bayern Torstensen aus. Conny Torstensen, der Schwede von Odd Widerberg. Und erstmals hat eingegriffen Tormann Szent Mihály, 35 Jahre alt. Also, Nummer 2 Noschko, Nummer 3 Hajani, Nummer 6 Horvat, Nummer 4 Kellner, Nummer 5 Dunaj, Nummer 8 Tod, Nummer 11 Sambo, Nummer 7, das sind die Angriffsspitzen, Fekete, Bene mit Nummer 9 und mit Nummer 10 Fazekas. Die Bayern haben Meier wie immer im Europacup bisher schon 38 Mal im Tor. Das war eine erste Anspielmöglichkeit für Gerd Müller. Also Meier im Tor mit Nummer 2 Hansen, mit Nummer 5 Beckenbauer, mit Nummer 4 Schwarzenbeck. Mit der Nummer 3 spielt Breitner, 8 hat Zobel und 6 Rot. Er musste vor dem Spiel noch einen Fitnesstest bestehen, hat er bestanden. Also Rot mit Nummer 6, mit Nummer 11 als weiterer Mann im Mittelfeld. Kapellmann, dann die Angriffsspitzen mit 7 Torstensen, mit Nummer 9 Müller und mit Nummer 10 Hoeneß. Auf der linken Seite jetzt Újpest Doja. András Tóth hat jetzt Sambo eingesetzt. Sambo, Sie kennen ihn alle von vielen Länderspielen und Clubspielen österreichischer Mannschaften. Bayern im Gegenzug. Es wird vorsichtig begonnen. Das ist Kapellmann. Spielt Hoeneß an. Hoeneß also im Augenblick noch im Mittelfeld. Ein Fehlpass von Uli Hoeneß. Man ist ja sehr gespannt, wie sich diese beiden konträren Mannschaften aufeinander einstellen werden. Die Individualisten von Újpest und die doch mehr auf System, auf Schema spielenden Bayern. Jedenfalls Újpest erwartet eine defensive Bayern-Mannschaft. Bayern eine offensive Újpest-Mannschaft. Und das ist Ferenc Bene. Bene mit der Nummer 9 Mannschaftskapitän. Erstmals abgeblockt von Franz Beckenbauer. Schwarzenbeck zurück zu Meier. Und das ist Paul Breitner. Spieler, die man bei Fernsehübertragungen kaum noch nennen braucht. Sie sind gleichsam alte Bekannte im österreichischen Fußball. Sambo ist das, jener Linksaußen, der mehr aus dem Mittelfeld kommt, in einer Art Rolle wie Rivelinho bei den Brasilianern. Er hat den Österreichern schon wiederholt in dieser Position zu schaffen gemacht. Beckenbauer. Von Hansen war dieser nicht gute Pass
Gerd Müller. Bulle Rot. Hat sofort in die Tiefe gespielt, aber schlecht gespielt. Kopfschütteln von Gerd Müller. Und Gegenstoß von Újpest. Tot. Und das war jetzt Horvath zu Noschko. Noschko, der rechte Verteidiger. Dunaj. Und zwar ist das der Zweier, der Dreier Dunaj, nicht zu verwechseln mit dem Zweier Dunaj, sind nicht verwandt. Ede Dunaj mit der Nummer 5. Der vielleicht bei uns noch besser bekannte Antal Dunaj ist verletzt. Beckenbauer. Schwarzenbeck. Hansen jetzt für Thorstensen. Hoeneß. Hoeneß zu Thorstensen. Mit Nummer 7 erstmals am Ball gewesen, Fekete, der neue Goalgetter der ungarischen Nationalmannschaft, und von Újpest Dozsa. Das Spiel wurde bei Sonnenuntergang hier in Budapest angepfiffen. Es findet jetzt noch bei natürlichem Licht statt. Schwarzenbeck. Die Bayern vielleicht am Anfang etwas, in den ersten Minuten etwas initiativer als die Ungarn. Rot. Rot für Müller. Müller in der zweiten Linie. Breitner. Breitner, und hier wurde ganz gewiss Gerd Müller zum ersten Mal behindert. Aber solche Behinderungen kommen, ich möchte fast sagen, hunderte Male vor bei Kämpfen im Strafraum. Jetzt Freistoß für die Bayern. Uli Hoeneß. Gut reagiert von Tormann St. Mihai. Der Ball war schwer zu berechnen. Er hatte sehr, sehr viel Effet. Hansen. Hansen für Hoeneß, Beckenbauer kommt, Breitner, Thorstensen und wieder Breitner. Sie merken schon, bei den Bayern ein totales Fußballspiel, Angriff auch mit den Verteidigern, ständiger Positionswechsel, Gegenzug von Újpest. Links, das ist Sambo. Jetzt zum ersten Mal wieder Horvath nach vorne. Horvath mit der Nummer 6, ein sehr offensiver Vorstopper. Noschko. Fekete, jetzt haben Sie ihn zum ersten Mal in seiner Art kennengelernt. Ein bulliger Stürmer, der weniger auf Technik als auf gewaltsamen Durchbruch aus ist. Er hat auch sofort geschossen, mitten in die Leit, wie man sagt. Hoeneß. Hansen. Zurück zu Beckenbauer. Und da war Müller in der Rolle eines zweiten Libero, geht jetzt nach vorne. Zobel für Hoeneß, gut gemacht von Zobel. Todt wirft ein
und zwar zu Ede Dunay. Dunay zu Fekete. Beckenbauer. Breitner. Kapellmann. Noch haben die Bayern nach 10 Minuten eine Überlegenheit. Noschko. Es scheint so, als hätten die Deutschen die Ungarn im Griff. Zumindest in dieser Anfangsphase. Hoeneß. Müller. Breitner. Torstensen. Müller. Hoeneß. Und abgewehrt. Abgewehrt von Kellner. Versuchter Steilpass für Bene. Und zwar von Andras Todd. Hoeneß. Gute Möglichkeit. Torstensen sofort für Gerd Müller. Noch einmal Torstensen. Da kommt links Kapellmann. Schuss von Kapellmann. Müsste Eckball ergeben für Bayern München. Die Ecke wird ausgeführt von Torstensson. Immer am Sprung, das haben Sie jetzt auch wieder gesehen, Gerd Müller, immer am Sprung zum Torerfolg. Hajani. Und das ist Horvath. Horvath für Fekete. Aber war zu steil. Sehr geschickt wechselt Müller. Jetzt ist der Angriffsspitze, vorderste Angriffsspitze. Zuerst war er in der Funktion eines zweiten Libero. Also er versucht sich einer genauen Markierung zu entziehen. Und zwar tut er das mit einem enormen Arbeitspensum. Gerd Müller. Hoeneß, gedacht für Torstensson. Das war zum ersten Mal Fasekas. Fasekas, Steilpass jetzt für Bene. Da muss Hansen früh am Ball sein, jawohl. Breitner. Die Bayern sind am Sprung, die erfolgreichste Mannschaft in Europa zu werden. Sie sind am Sprung ins Finale des Europapokals der Meister. Sie stehen in der Tabelle der deutschen Bundesliga an erster Stelle, führen dort mit einem Punkt vor Bayern Mönchengladbach. Und sie sind auch im deutschen Fußballcup noch in aussichtsreicher Position. Es kommt ja das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aus dem Budapester Netzstadion. 76.000 Zuschauer sehen seit 15 Minuten das Semifinalspiel im Europapokal. Der Landesmeister zwischen Bayern München und Ulpe Stoja. Ulpe Stoja in den weißen Dressen jetzt bei einem Angriff. Und das war Sepp Maier, der Tormann von Bayern München,
der den Ball abgefangen hat. Also, Ulpes Toža ganz in Weiß von links nach rechts. Ich gebe Ihnen rasch zur Orientierung die Aufstellungen. Gerd Müller war jetzt am Ball. Ulpes im Tor mit Zent Mihai, mit Nummer 2 Noško, mit der Nummer 3 Arjani, mit der Nummer 6 Horvat, mit der Nummer 4 Kellner, mit der Nummer 5 Dunai, Nummer 8 hat Top und Nummer 11 Sambo. Die drei Sturmspitzen sind Fekete mit der Nummer 7, Bene mit der Nummer 9 und Fazekas mit der Nummer 10. Die Bayern im Tor mit Meier, Nummer 2 hat Hansen, Nummer 5 Beckenbauer, Nummer 4 Schwarzenbeck und Nummer 3 Breitner. Im Mittelfeld Nummer 8 Zobel, Nummer 6 Roth, das war jetzt Schwarzenbeck, Nummer 6 Roth, Nummer 11 Kapellmann. Sturmspitzen sind Torstensson mit der Nummer 7, Müller mit der Nummer 9 und Hoeneß mit 10. Große Möglichkeit jetzt gewesen für Torstensson. Torstensson, der in den ersten 15 Minuten dieser Partie schon so manchen Fehlschuss gemacht hat, der schon manchmal den Kombinationsfluss der Bayern gestoppt hat. Torstensson, der Schwede im Dress, im Dienst von Bayern München. Abgefangen von Tormann Zent Mihai. Das Spiel wird geleitet von dem italienischen Schiedsrichter Sergio Gonella. Und bisher sehr gut und sehr sicher. Beckenbauer. Beckenbauer spielt sofort Müller an. Müller wieder zu Beckenbauer. Beckenbauer auf die rechte Seite. Da kommt Zobel. Das dürfte Handspiel gewesen sein. Handspiel von Kellner und gibt Freistoß für die Bayern. Jawohl. Hoeneß, Kapellmann, Schwarzenbeck, Torstensson und Müller. Müller, der bisher sich sehr, sehr geschickt der Verteidigung der Ungarn entzogen hat, der abwechselnd Sturmspitze und Verteidiger gespielt hat, der schon in der Anfangsphase ein enormes Arbeitspensum geleistet hat. Die Partie steht 0 zu 0 nach 17 Minuten. Sehr gut gemacht von Fazekas. Glänzend reagiert von Sepp Maier, der sich im Augenblick in einer ausgezeichneten Form befindet. Überhaupt die Routiniers, die Stars im Bayern-Ensemble in den letzten Spielen sehr gut gewesen sind und die Mannschaft zu einer Steigerung bewogen haben. Jetzt, das ist Sambo. Sambo, danke von Sambo. Und den 20-jährigen jungen Stürmer, dynamischen Stürmer in der ungarischen Mannschaft. Roth, sein Antreten war fraglich, eine leichte Zerrung im Oberschenkel, aber es stimmt, was mir Uli Hoeneß gesagt hat, er ist mehr ein Hypochonder, wenn Sie jetzt gesehen haben, wie er gelaufen ist, völlig unbehindert. Hoeneß und Zent Mihai. Ede Dunai für Tod. Noch immer Andraus Tod. Selbstverständlich Freistoß wegen Foulspielens. Bisher noch keine Überlegenheit der einen oder der anderen Mannschaft. Die Bayern haben vielleicht Ulpest etwas besser im Griff, wirken sicherer, das ist Uli Hoeneß. Und im letzten Augenblick Hajani. Bene. Horvat für Fazekas.
Eckball. Schiedsrichter Gonella hat diese Attacke von Zobel als regelgerecht empfunden. Also Eckball für Utrecht Doja. Minuten sind gespielt und noch immer 0:0. Bisher keine überzeugende Torchance, weder für die Bayern noch für die Ungarn. Horvath. Gerd Müller. Zum zweiten Mal sicher Sepp Maier im Tor von Bayern München. Hasekasch, Bene und Bene hängen geblieben an Zobe. Breitner, Beckenbauer. Das Flutlicht ist hier bereits eingeschaltet, nachdem das Spiel bei Sonnenuntergang, also bei natürlichem Licht, gestartet worden war. Kapellmann, Breitner, Schuss von Breitner. Er hat ja gute Erinnerungen an dieses Nebstadion. Er hat hier für die deutsche Nationalmannschaft 1972 sein erstes Länderspieltor erzielt. Vielleicht erinnern Sie sich, es war ein Länderspiel, das im Fernsehen direkt zu sehen war. Hoeneß und Breitner waren damals die Torschützen. Und Gerd Müller hat mir heute gesagt, wenn die beiden wieder zwei Tore machen, dann stehe ich gerne als Goalgetter zurück. Gerd Müller, der übrigens einen unheimlich durchtrainierten Eindruck macht, der hat nur knapp über 70 Kilogramm und Fußballfreunde in Österreich werden sich erinnern, dass er schon über 80 gewogen hat, als er mit Bayern zum ersten Mal deutscher Fußballmeister geworden ist. Minuten gespielt. Ulpest kommt etwas auf. Eckball wird ausgeführt von Todd. Gut abgewehrt von Schwarzenbeck. Todd. Ja, ein herrlicher Haken, aber dann ein Fehlpass. Hoeneß und Müller im Augenblick die Sturmspitzen, da kommt Breitner nach vorne. Bayern gelingt es überhaupt, sich von alten Vorstellungen der Positionen zu lösen. Das haben wir auch hier im Nebstadion schon beobachtet. Vor allem Breitner, aber auch Hansen greifen immer wieder an. Es gibt keine markante Unterscheidung zwischen Sturmspitzen und Mittelfeldspielern. Hoeneß einmal als Spitze, dann als Mittelfeldspieler und ebenso Gerd Müller, der sogar bis in die Position des Liberos zurückgeht. Wie jetzt im Augenblick auch Müller am eigenen Strafraum. Freistoß für Utrecht. Vielleicht der markanteste Spieler von Újpest. 30 Jahre, viermal war er in Ungarn schon Torschützenkönig. Ein Spieler, der nie aufgibt. Ein Konditionswunder, er hat in den letzten Jahren sein Gewicht immer auf den Dekagramm genau gehalten. Hoeneß. Hoeneß, noch immer Hoeneß, Torstensson.
war eine gute Möglichkeit für Torstensson, obwohl ich glaube, dass er leicht abseits war. Schauen wir uns das noch einmal an. Hoeneß, passen Sie auf. Torstensson kommt. Moment des Abspiels. Nein, war nicht abseits. Die Ungarn reklamieren zwar, aber Fehlschuss jedenfalls von Torstensson. Ich habe gerade gehört über die Gegensprechanlage, dass Sie in Wien keine Wiederholung gesehen haben dieser Szene. Ich habe sie hier gesehen und ich habe sie Ihnen geschildert. Bitte glauben Sie mir, Torstensson war also in dieser Szene nicht abseits. Eine kurze Unterbrechung wegen einer leichten Verletzung. Jetzt Torabstoß vom Tore von Újpest. Bene. Immer verfolgt von Schwarzenbeck. Noschko. Tod jetzt für Bene. Sehr schön gemacht von Bene. Da ist Fasekas. Fasekas beinahe. Horvat. Und Gerd Müller. Gerd Müller führt den Gegenstoß. Es muss Handspiel gewesen sein. Freistoß für die Bayern. Gelbe Karte jetzt für dieses Ballwegschlagen für die Nummer 6, für Horvat. Und Bayern spielt schon wieder. Aber das muss der Schiedsrichter sicher wiederholen lassen. Jawohl, hat schon gepfiffen. Noch einmal Freistoß also für Bayern München. Abseits von Uli Hoeneß. Das erste Semifinalspiel also im Europapokal der Landesmeister. Es geht um den Einzug ins Finale. Das Finale findet am 15. Mai in Brüssel statt. Von der Anlage des Spiels her zwei konträre Mannschaften, während bei Újpest die Individualisten dominieren, ist das deutsche Spiel trotz aller Stars mehr auf Mannschaft, mehr auf Konzept, mehr auf System aufgebaut. Sambo für Noschko. Bene, Foul von Schwarzenbeck an, Bene gibt Freistoß für Újpest. Bene wird selbst schießen, nein, Todd hat geschossen, Eckball abgefälscht von der Mauer von Bayern München. Die beiden Landesmeister von Ungarn und von Deutschland führen zurzeit auch in der heimischen Meisterschaft. Sepp Maier wieder sehr, sehr sicher. Das war Foul von Torstensson, aber gelbe Karte für Zobel für sein Foul an Kellner. 30 Minuten, also eine halbe Stunde gespielt in diesem ersten Semifinalspiel im Europapokal der Landesmeister und noch immer 0:0. Etwas stärker in den letzten 15 Minuten. Die Ungarn! Schuss
von Tod aus halblinker Position. Breitner. Trotzdem machen die Bayern noch den Eindruck, als beherrschten sie den Gegner. Für sie geht es in erster Linie um eine gute Ausgangsposition für das Retourspiel in München. Trotzdem, das hat man schon in der ersten halben Stunde bemerkt, spielen sie offensiver als etwa in Dresden oder in Sofia bei den Auswärtsspielen. Es ist ja auch eine andere Situation. Zum ersten Mal spielen die Bayern das erste Match auswärts. Zum ersten Mal in diesem Europapokal. Horvath, guter Schuss. Und trotz diesem leichten Abspringer gut gehalten von Sepp Maier. Die Bayern haben bisher Ott Widerberg ausgeschaltet, Dynamo Dresden und CSKA Sofia, jenen Verein, der Wacker Innsbruck im Europapokal der Landesmeister eliminiert hat. Sambo für Fazekas. Alles Spieler, die sie in Österreich sehr gut kennen, sehr gut aus Spielen der Nationalmannschaft und der österreichischen Vereine. Gerd Müller, Breitner, Schwarzenbeck. Breitner, er rochiert vielleicht am meisten. Rechter Außendecker, aber in allen Lagen zu Hause. Hoeneß, das ist eine gute Möglichkeit für Hoeneß nach einem Abwehrfehler, nach einem krassen Abwehrfehler. Schiedsrichter gibt hier Behinderung von Kellner, also Freistoß für Ulpest. Hat sich ein bisschen angehalten, Breitner hat gestoßen wahrscheinlich, als er den Kopfball anbringen wollte. Ulpest zum dritten Mal eine ungarische Meistermannschaft im Semifinale des Europapokals der Landesmeister. Und zwar ist das gelungen gegen FC Waterford, das ist eine irische Mannschaft, Benfica Lissabon und Spartak Türnau. Hoeneß. Benne für Fekete, aber war ein schlechter Pass. Dunay hat das ausgebessert und wieder Fekete. Eckball für Ulpest in einem ausgeglichenen ersten Europapokal-Semifinalspiel. 34 Minuten gespielt und noch immer 0:0. Horvath, sehr offensiv, aber im Abschluss bisher unglücklich. Abstoß vom Tore der Bayern. Schwerer Fehler jetzt von Breitner und das war Schuss von Fazekas, hat aber Beckenbauer angeschossen. Behinderung, jawohl. Behinderung und es gibt Freistoß für Ulpest und nicht freie Bahn für Uli Hoeneß, wie er es sich gewünscht hat, wie er sich eigentlich vorbereitet hat. Etwas abgeflaut ist dieses Spiel jetzt nach 35 Minuten. Es gelingt keiner Mannschaft, ein Übergewicht zu erspielen.
Breitner, Müller, Hoeneß. Da bieten sich Breitner an. Und Gerd Müller, Breitner, Doppelpassspiel mit Gerd Müller, Bene. Tod für Fasekas. Die Chance ist vorbei. Torstensson für Hansen. Müller. Für die Bayern ist es heute das 40. Europapokalspiel und zum 40. Mal dabei Gerd Müller als einziger Spieler dieser Mannschaft. Kapellmann, Torstensson, Freistoß für die Bayern. Beckenbauer kommt selbst. Schuss von Beckenbauer wäre sehr gut ausgefallen. Sehr gut abgeblockt, aber im letzten Moment von der Mauer von Ulpest. Torstensson. Bene. Guter Pass für Beckette. Aber Hansen aufmerksam. Breitner. Breitner für Roth. Roth hat freie Bahn. Hoeneß. Müller. Das war zu extrem. Da konnte selbst ein Gerd Müller nichts anfangen mit diesem Ball. Ich habe Ihnen zuerst gesagt, das 40. Europapokalspiel der Bayern, und sie haben sich in diesen 40 Europapokalspielen zumeist als heimstarke Mannschaft erwiesen, haben auswärts bisher nur drei Siege, nur drei Europapokalsiege in Auswärtsspielen, also relativ unwahrscheinlich, dass heute hier die Bayern gewinnen. Zumal auch Újpest eher eine Heimmannschaft im Europapokal ist als eine Auswärtsmannschaft. Sambo. Kellner. Gibt Torabstoß oder Seitenout. Nein, Seitenout. Der Ball war nicht hinter der Linie, hinter der Toroutlinie, also Seitenout. Und Sambo dürfte sich hier verletzt, nein, Fasekas dürfte sich hier verletzt haben. Er ist in die Fotografen geflogen bei diesem extremen Schuss. Sehr viele Fotografen, Reporter aus Deutschland hier, man schätzt ungefähr auch 5000 Schlachtenbummler aus Bayern. Ich sehe jetzt die Wiederholung dieser Aktion. Die Fotografen sitzen hier eindeutig zu nahe an der Toroutlinie und Schiedsrichter Gonella bemüht sich auch jetzt, hier Ordnung zu schaffen, hier mehr Sicherheit zu schaffen. Auf beiden Seiten, die Fotoreporter müssen weiter zurück, um die Spieler im Auslauf nicht zu gefährden. Outeinwurf jetzt durch Hansen zu Breitner. Vom linken zum rechten Außendecker, wenn man es nach dem Papier nimmt. Torstensson. Torstensson, noch immer Torstensson. Und er erzwingt einen Eckball.
Er ist überhaupt ein besonderer Spieler, dieser Conny Torstensson von Ott Widerberg. Er könnte die einmalige Leistung vollbringen, mit einer Mannschaft, nämlich mit Ott Widerberg, in der ersten Runde des Europapokals der Meister auszuscheiden und doch noch in diesem gleichen Jahr Meister zu werden, Europapokalmeister. Eckball abgewehrt von St. Mihai. Und das war Foul an St. Mihai, Foul von Torstensson. Torstensson, der nach der Niederlage gegen die Bayern übrigens nach einem Elfmeterschießen in Ott Widerberg von den Bayern gekauft wurde und jetzt die Europapokalsaison bei den Bayern weiterspielt, also mit den Bayern noch Europapokalsieger werden kann. Noch 5 Minuten bis zur Pause und noch immer 0:0 vor 76.000 Zuschauern im Nebstadion. Eine herrliche Kulisse, ein ideales Fußballwetter. Und es ist nur schade, meine Damen und Herren in Österreich, dass Sie so etwas nur über den Bildschirm erleben können. Fekete. Dunaj, Ede Dunaj. Nicht zu verwechseln mit Antal Dunaj, dem Stürmer Ede Dunaj, ein Mittelfeldspieler, ist auch nicht verwandt, spielt nur beim gleichen Club. Antal Dunaj heute verletzt und kann nicht antreten. Sepp Maier zeigt jetzt, schauen Sie, noch nicht mit vollem Umfang über die Torhautlinie. Schiedsrichter Gonella lässt sich nicht beeinflussen. Eckball für Ulpest Doja. 2 Minuten vor der Pause. Noch einmal die ganze Stimmung hier im Nebstadion. Aber Ulpest hat trotzdem nichts aus dem Eckball machen können. Beckenbauer bisher eine sehr solide Partie, aber nicht auffallend. Nicht auffallend deshalb, weil er ganz selten die Mittellinie überschreitet. Hansen für Schwarzenbeck. Freistoß von Schwarzenbeck für Hoeneß. Hoeneß, Schwarzenbeck, Torstensson. Indirekter Freistoß für die Bayern. Müller, Hoeneß, Hoeneß müsste nach rechts abspielen. Etwas zu spät. Wieder Hoeneß. Und Torabstoß. Noch 1 Minute zu spielen in der ersten Spielhälfte des ersten Semifinalspiels im Europapokal. Der Landesmeister zwischen Ulpest Doja und Bayern München noch immer 0:0 und vielleicht die letzte Attacke jetzt von Ulpest. Auteinwurf. Noschko kommt. Zu Bene. Bene hart und konsequent markiert von Schwarzenbeck. Er lässt sich auf nichts ein, dieser Georg Schwarzenbeck, gegen den gefinkelten 30-jährigen Mannschaftskapitän von Ulpest. Noschko. Noschko für Horvath. Horvath jetzt für Kellner, aber ein schlechter Pass und Seitenout. Einwurf für die Bayern. In diesen ersten 45 Minuten konnte keine der beiden Mannschaften eine Überlegenheit erspielen. Die Bayern haben vielleicht etwas solider gewirkt, Ulpest als die Home-Mannschaft, ratlos ein wenig. Jetzt Torstensson,
Müller spielt sofort weiter nach rechts. Das müsste Hoeneß jetzt sein. Hoeneß für Müller, noch immer Hoeneß, Torstensson, große Chance für Torstensson und schießt am langen Eck vorbei. Conny Torstensson hat in der letzten Sekunde wahrscheinlich der ersten Spielhälfte eine solide Führungsmöglichkeit für Bayern München vergeben. Sehr lange zugewartet hat hier die Abwehr von Újpest. Tausendpfiff also von Schiedsrichter Sergio Gonella aus Italien. Újpest Doja gegen Bayern München 0:0. Acht Minuten jetzt gespielt in der zweiten Hälfte des Semifinales im Europapokal der Landesmeister zwischen den Bayern und Újpest Doja. Hier im Nebstadion noch immer 0:0. Das Spiel ist hektischer geworden. Es ist aber auch dynamischer geworden. Vor allem Újpest versucht jetzt mehr Druck auszuüben auf die Bayern. Sambo, er kommt nicht an den Ball. Die Bayern haben in der 56. Minute einen neuen Mann gebracht. Sie haben Dürnberger ins Spiel genommen und zwar an der Stelle des nicht ganz fitten Bulle-Roth. Ansonsten unveränderte Mannschaften in der zweiten Hälfte. Újpest jetzt etwas aggressiver. Bei den Bayern ist vielleicht Uli Hoeneß gefährlicher geworden. Er hat 2-3 Sturmläufe auf der linken Seite gemacht, wie er es in der ersten Hälfte nicht gezeigt hat. Kapellmann für Müller, Müller für Hoeneß, Hoeneß hat sich zu weit abdrängen lassen jetzt, Uli Hoeneß. Die Ungarn finden keine freien Leute zum Anspielen. Biene läuft sich immer wieder frei, leistet sehr, sehr viel Arbeit, wird aber doch vom Beckenbauer genau kontrolliert. Beckenbauer hat jedenfalls bisher Biene nicht gefährlich werden lassen. Hansen für Hoeneß. Es gelingt den Bayern hier ein offenes Spiel zu machen und das ist für sie ja bereits ein Erfolg. Haben sie doch noch das Rückspiel in München. Hoeneß. Hoeneß, noch immer Hoeneß. Hoeneß für Müller. Und Fekete, er kommt einfach nicht zur Geltung. Zumeist von Hansen, jetzt von Schwarzenbeck, sehr gut abgeblockt. Kapellmann. Foul an Kapellmann, Freistoß für die Bayern. Breitner. Schiedsrichter lässt wiederholen. Das Ganze noch einmal, aber wieder war Breitner am Ball und jetzt Torstensson. Abseits von Hoeneß. Hoeneß läuft jetzt sehr viel rechts, links, in der Mitte. Ist jetzt erste Angriffsspitze bei den Bayern. So wie es ja schon in Dresden und auch in Sofia gewesen ist. Fazekas, bisher enttäuschend, auch dieser Pass misslungen. Kapellmann. Noch immer Kapellmann. Und das war ein Foul in letzter Not sozusagen von Hajani. Müller. Abseits von Müller. Das zweite Abseits-Tor der Bayern.
Schwarzenbeck. Müller bisher ein enormes Arbeitspensum. Man merkt, dass die Bayern versuchen, ohne Müller gleichsam ins Spiel zu kommen, dass das ihre Taktik ist. Man weiß ja, dass jeder Gegner sich auf Müller einstellt, auf Müller ausrichtet. Und der Bayern-Erfolg hängt zu einem großen Teil davon ab, wie die übrigen das verkraften und vor allem, wie Müller es versteht, sich hier aus der Affäre zu ziehen. Bisher jedenfalls ausgezeichnet. Torstensson. Rückpass von Hajani. Horvat. Dunaj, bisher als Regisseur des Spieles nicht in Erscheinung getreten. Dunaj, ein kampffreudiger Spieler, aber heute wenig Linie in seinen Aktionen. Fazekas. Schuss von Fazekas. Und Sepp Maier hat einen sehr, sehr guten Tag, fängt sicher und gibt somit der Mannschaft von hinten Halt. Beckenbauer. Fazekas, Bene. Fazekas. Aber schon wieder ist Beckenbauer da und hat den Ball Maier überlassen. Breitner. Bestimmt mehr Druck jetzt hinter dem Spiel von Újpest als in den ersten 45 Minuten. Aber noch fehlt der entscheidende Einfall, der entscheidende Pass, die entscheidende Wende. Müller. Kellner. Bene wäre frei, aber wurde nicht angespielt. Todd hat es auf eigene Faust versucht. Sambo. Großer Einsatz von Bene. Fantastischer Einsatz dieses 30-Jährigen. Eine der ganz großen, der markanten Persönlichkeiten des ungarischen Fußballs überhaupt. Eckball für Újpest. Und sicher, fast elegant möchte ich sagen, heruntergefangen von Sepp Maier. Oh. 61 Minuten gespielt, noch immer 0:0 im Nebstadion. Bene. Nach stärkeren Bayern-Minuten zu Beginn der zweiten Spielhälfte, jetzt Druck von Újpest. Bene. Wollte anspielen, Fekete. War ein Foul von Fekete, also Freistoß für Beckenbauer. Beckenbauer zu Kapellmann. Die Bayern spüren diesen Druck jetzt. Sie sind vorsichtiger geworden, nicht so frech wie in den ersten 45 Minuten. Breiter. Die Abwehr steht allerdings gut. Sie steht sicher, aufgebaut und organisiert von Beckenbauer. Dürnberger abseits. Die Bayern haben sich auf dieses Spiel besonders gut vorbereitet. Für sie steht sehr viel natürlich auf dem Spiel. Der erste Europacup-Sieg, der Meister. Einmal waren sie ja schon Cupsieger, europäischer Cupsieger. Sie haben es an keiner Vorbereitung mangeln lassen. Sie haben ihre eigenen Köche, ihre eigenen Kellner mitgebracht, ihre eigenen Lebensmittel. Sie haben sich sogar das Wasser mitgebracht. Sie kochen bisher zumindest auch nur mit Wasser, aber immerhin mit dem eigenen, kann man sagen. Das ist vielleicht ganz lustig.
diese Lebensmittel für die Spieler werden in der Nacht eigens bewacht. Also so weit ist es im Spitzensport schon gekommen. Man traut dem Gegner keine Minute. Thürnberger. Ja, das war ein schwerer Fehler und 1:0 durch Torstensson. Schwerer Fehler von St. Mihai. Torstensson bringt Bayern München in der 64. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem Tormann St. Mihai eine Flanke von Thürnberger völlig falsch berechnet hat. Keine Mühe für Torstensson einzuschießen. Also 1:0 für Bayern München jetzt hier im Nebstadion. Thürnberger ging links durch, hat also ein Mittelding zwischen Flanke und Schuss fabriziert. Völlig falsch platziert stand Tormann St. Mihai, hat auch noch den Ball falsch berechnet, ist stehen geblieben, ist zu spät abgesprungen, hat natürlich den Ball verfehlt. Und Torstensson, der Schwede bei Bayern, hat auf 1:0 gestellt. Torstensson, ein Spezialist für Kapp-Tore, für wichtige Tore. Auch hier das 1:0, also im Nebstadion, durch Torstensson. Müller. Breitner. Breitner gefährlich. Breitner. Und im letzten Augenblick von Hajani zur Ecke abgewehrt. Eckball für die Bayern, die sich von dem Druck von Ulpes Doja mit einem eleganten Führungstor, mit einem vielleicht billigen Führungstor befreit haben. Ähnliche Situation vielleicht wie im Spiel in Dresden. Sie erinnern sich an dieses Glanzspiel damals, sehr gut von Dynamo Dresden und damals gut gekontert von den Bayern. Es gehört eben zu ihrem Konzept, durch ein Break sich Luft zu verschaffen. Jetzt Beckenbauer. Kapellmann. Spiele werden nun einmal nach ihrem Spielstand, nach ihrem Resultat beurteilt. Und wenn man das hier tun muss, so muss man sagen, die Bayern führen verdient als die reifere Mannschaft. Ohne Zweifel die reifere Mannschaft. Fekete. Fekete hat erstmals Beckenbauer überlaufen, aber da ist ja niemand außer Schwarzenbeck, der, nein, es war nicht Schwarzenbeck, sondern es war Hansen. Hansen mit einem Ferschler zurück zu Tormann Sepp Meier. Breitner. ...67 Minuten gespielt, Bayern München führt 1:0. Schwarzenbeck. Foul jetzt von Schwarzenbeck, würde ich sagen. Warten wir, was der Schiedsrichter entscheidet. Er ist aufgelaufen auf den Verteidiger. Muss man mit Vorsicht genießen jetzt diese Szene. Schwarzenbeck bleibt liegen. Aber die Bayern führen 1:0 und sie haben nichts zu verlieren und nur Zeit zu gewinnen. Der Freistoß wird auch ausgeführt für Ulpest. Schwarzenbeck wird verarztet, das Spiel geht weiter. Noschko, Bene. Bene weicht überall hinaus, nur um Beckenbauer zu entgehen. Zu seiner Ehre sei aber gesagt, er macht das beinahe in jedem Spiel. Es zählt zu seinen Spezialitäten. Rechts, links.
beinahe in jedem Spiel. Es zählt zu seinen Spezialitäten, rechts, links auszuweichen, um Platz zu schaffen, um gefährlich zu werden. Bene, Kellner und Hansen. Eckball für Újpest zu Beginn der 70. Minute und hinten kommt wieder Schwarzenbeck, war also nicht so arg. Meier. Jetzt haben sie ihn wieder auch im Bild, Nummer 4 Schwarzenbeck, also wieder im Spiel. Bene, Fazekas, Schuss von Fazekas und mit einer Hand abgewehrt von Sepp Meier. Schön hat er diesen Ball an sich gezogen. War gar nicht leicht, ihn abzuwehren. Ganz gut angetragen. Beckenbauer. Für die Bayern steht mehr auf dem Spiel, wenn man es von der finanziellen Warte sieht. Breitner. Jeder Bayer erwartet ungefähr 20.000 D-Mark, sollte er in das Finale des Europapokals der Landesmeister, das am 15. Mai in Brüssel stattfindet, kommen. Das sind so rund 150.000 Schilling, also dafür zahlt sich schon aus zu gewinnen. Und die Bayern müssen so hohe Prämien aussetzen, vor allem deshalb, weil sie ja mit einem enormen Budget zu kalkulieren haben, einem Budget, das einen Europapokal, das ein Vordringen im Europapokal voraussetzt. Bei Bayern werden so im Jahr rund 80 Millionen Schilling umgesetzt. Hansen, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, noch immer Breitner, er gefällt mir ausgezeichnet, ausgezeichnet deshalb, weil er so schön die Positionen wechselt, weil er der Initiator für ein bewegliches Spiel bei Bayern ist, er zwingt die anderen zu rotieren, wieder Breitner, Schuss von Breitner, der ist schlecht ausgefallen. Ist ihm etwas abgerissen, dieser Ball. Jedenfalls diktiert wird im Augenblick das Spielgeschehen von Bayern München, von der führenden Mannschaft, 1:0 seit der 64. Minute. Bei Újpest kommen gewiss einige Spieler nicht an ihre besonderen Leistungen heran und das in erster Linie Fazekas mit der Nummer 10, er enttäuscht heute, ist nicht der Spielmacher bei Újpest. Dunaj. Dunaj für Hajani. Meier. Merken Sie vielleicht einen Unterschied bei den Angriffen von Újpest zu jenen von Bayern? Wenn Újpest angreift, dann staut sich alles. Dann wird alles auf engstem Raum gespielt. Dann kommt es zu einer Staffelung. Wenn die Bayern angreifen, so wie jetzt, dann ziehen sie das Spiel auseinander. Uli Hoeneß. Und da kommt links Dürnberg und Müller. Müller, das sind Chancen, die er sonst verwertet. Gerd Müller im Liegen hätte er beinahe noch einen Nachschuss angebracht in der 77. Minute jetzt, dass ich es rausbringe. 77. Minute, erste Chance für Gerd Müller im Fall. Naja, so hat er oft seine Torchancen.
Horvat. Horvat für Dunaj. Noschko. Auch ein wesentlicher Unterschied. Die Außenverteidiger können bei Ujpest das Spiel nicht gestalten, so wie es Breitner und auch Hansen bei den Bayern tun. Bene, jetzt eine große Chance. Und im letzten Moment Beckenbauer. Beckenbauer lässt Bene zumindest bis jetzt, bis zur 74. Minute, kein Tor erzielen. Bene. Ja, hier gibt es Stürmerfoul, also Freistoß für die Bayern. Eine Enttäuschung auch bei Ujpest. Fekete, dieses viel gepriesene Talent. Fleischhauer ist er von Beruf, einer der wenigen, die Zivilberufe ausüben bei Ujpest. Eine Mannschaft der Exekutive, angeführt von Oberleutnant Bene. Fekete und Meier steht glänzend. Meier fängt sicher einen Rückhalt für eine Mannschaft. Ujpest hat auch bisher, jetzt geht Dürnberger, im letzten Augenblick gebremst worden jetzt von Horvat. Horvat hat sogar zum Zeichen der Schuld die Hand gehoben, aber der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Fazekas, Schuss von Fazekas. Eckball für Ujpest. Ujpest, so wie Bayern München auch, eine Heimmannschaft im Europapokal. 12 Mal haben sie bisher zu Hause gespielt, 9 Mal davon gewonnen, nur 3 Mal unentschieden und noch nie verloren. Das könnte also die erste Niederlage werden, die erste Heimniederlage im Europapokal. Beckenbauer. Schwarzenbeck. Gegen dieses Duo Schwarzenbeck und Beckenbauer hat es Bene sehr, sehr schwer. Elegant gemacht von Torstensson jetzt für Hoeneß. Müller, das ist ein Tor. Nein, man muss es sagen bei Müller, wenn er eine solche Chance hat, muss man schon Tor im Vorhinein sagen. Aber vielleicht habe ich es verschrien. Müller hat nur die Außenstange getroffen. Meier. Im Augenblick spürt man so etwas wie Resignation bei Ujpest. Kapellmann. Aber vielleicht kommt noch die Schlussoffensive, die ja zumeist von Heimmannschaften bei solchem Spielstand initiiert wird. Hoeneß. Unsicher Tormann St. Mihai, der 35-jährige Keeper, sicher seine Höhepunkte sind schon vorbei. Sambo. Fazekas. Breitner und Schiedsrichter Gonella muss nicht einmal auf die Abseitsanzeige seines Linienrichters reagieren. Breitner hat ihm die Arbeit sozusagen abgenommen.
Tod für Fekete. Und zum ersten Mal schien mir Meier etwas auf der Leitung zu stehen. Kapellmann. Noch 12 Minuten zu spielen hier im Nebstadion. 1:0 für die Bayern. Breitner jetzt in der Position eines linken Angreifers. Dürnberger. Dürnberger für Müller. Heute stolpert er nicht so erfolgreich, Gerd Müller. Kellner. Kellner spielt heute das erste Spiel als linker Außendecker. Peter Juhas ist verletzt und der Mittelfeldspieler musste in diese Position zurückgehen. Auch Kola steht nicht zur Verfügung. Deshalb spielt Nosko rechter und Kellner linker Außendecker. Zehn Minuten sind noch zu spielen. Zehn Minuten in diesem ersten Semifinalspiel im Europapokal der Landesmeister. Das zweite Match bestreiten ja bekanntlich Celtic Glasgow und Atletico Madrid um den Einzug in das Finale, um den Einzug in die Entscheidung. Wäre eine gute Möglichkeit für den bärtigen Sambo. Sambo, ja, schlechter Pass. Im Abschluss und ich möchte fast sagen, eine Stufe vor dem Abschluss, eben dann, wenn der entscheidende Pass zu machen ist, dann versagen die Ungarn heute hier im Nebstadion. Kellner! Und Tor! Von der Nummer 4 von Kellner und wunderbar vollzogen von der Nummer 10 von Fazekas. Fazekas gleicht also in der 82. Spielminute aus. 1:1 hier im Nebstadion. 1:1 nach einem Fehler von Beckenbauer muss man registrieren, und zwar hat er den Ball rasiert, hat den Pass von Kellner nicht abfangen können und Fazekas wenig Mühe, allein vor dem Tor stehend, also diesen Ausgleich zu erzielen. 1:1, 1:1, dass dieses Match sicher noch dramatisch machen wird. Aus ist es mit Sicherheit für die Bayern und los geht es bei Újpest. Auf Abseits ist entschieden worden und deshalb Freistoß für die Bayern. Warten wir, ob es nicht nur ein Aufflackern von Újpest war, ob sie wirklich zu einer Schlussoffensive in der Lage sind. Ein Ausgleichstreffer, der nun, sagen wir, auf ähnlich billige Art zustande gekommen ist, wieder Führungstreffer von den Bayern. In beiden Fällen Abwehrfehler. Abwehrfehler haben eine Partie, die lange Zeit 0:0 stand, auf 1:1 erhöht. Nosko.
Müller. Müller für Dürnberger. Foul von Horvath. Freistoß für die Bayern. Müller hätte es vor den Beinen gehabt, einen entscheidenden Vorsprung für Bayern herauszuschießen. Kapellmann hat Müller angespielt und Noschko. Todd für Bene. Schwarzenbeck und Beckenbauer dabei. Linienrichter, glaube ich, hat ein Foul angezeigt. Foul an Bene. Müsste also Freistoß aus relativ gefährlicher Distanz für Újpest geben. Jawohl, Freistoß für Újpest. Noch 6 Minuten zu spielen. Spielstand 1:1. Bene. Fekete für Sambo. Sambo für Fazekas. Fazekas der Torschütze, aber sonst enttäuschend. Und zu dem Tor, zu dem ist er eingeladen worden. Beckenbauer. Jetzt versucht er das Spiel zu beruhigen in seiner typischen Art, wieder unter Kontrolle zu bringen nach diesem Schock, nach diesem unvorhergesehenen 1:1 Ausgleich. Sambo, kaum ein entscheidender Pass ist von ihm heute angekommen. Darüber kann auch diese Drangperiode jetzt nicht hinwegtäuschen. Újpest sicher nicht in der erwarteten Form. Nicht in der Form, in der 72.000 Zuschauer hier angelockt worden sind. Oder von der 72.000 Zuschauer angelockt wurden. Hoeneß, Foul von Hoeneß an Tormann St. Mihai. War nicht notwendig, hier noch zum Schuss anzusetzen. Hoeneß musste merken, dass er hier keine Chance mehr hatte. Noschko für Fekete. Hoeneß kaschiert das Foul ein wenig, indem er selbst liegen bleibt. Noch 3 Minuten zu spielen. Spielstand 1:1 im ersten Semifinalspiel des Meistercups zwischen den Bayern und Újpest im Nebstadion. Noschko. Bene, gut gemacht von Bene. Ja, er kämpft bis zur letzten Sekunde. Ferenc Bene. Horvath, Foul an Horvath. Klares Foul von Torstensson. Etwas mehr als 2 Minuten noch zu spielen. Im Augenblick keine Zeit zu einer Zusammenfassung. Dürnberger. Hajani. Gut gemacht jetzt für Noschko. Und noch einmal Újpest. Weiter geht's, deutet der Schiedsrichter an. Bayern hat wieder etwas Luft. Breitner. Die Bayern, die bestimmt die solidere Leistung geboten haben, die den Gegner über weite Strecken im Griff hatten, die typisch im Stile jener Mannschaft spielten, die überlegen ist, die aber diese Überlegenheit nicht auszuspielen braucht, weil es ja erst das erste Spiel ist, die auf kein Risiko eingegangen ist, die solide gespielt hat,
die jenes Resultat erreicht hat, das auch für den Vereinskassier natürlich ein ideales Ergebnis im Augenblick ist. Schuss von Torstensson noch einmal und jetzt hält Tormann St. Mihai 1:1, also eine Minute vor Schluss. Újpest um einen Deut zu filigran gegen die erfahrenen Spieler in der Bayern-Abwehr konnten die Ungarn nicht realisieren. Sie fanden nie eine Gasse, sie hatten nie den Einfall, um die Bayern auszuschalten, um sie zu typieren. Sie haben das Spiel auch nicht beweglich genug anlegen können, zumeist auf engstem Raum. Müller noch eine Chance. St. Mihai, der unsichere Tormann von Újpest, hat jetzt gut gefangen. Jedenfalls mit Bayern München hat sich hier im Nebstadion ein erster Anwärter auf den Europapokalsieg der Meister vorgestellt. Noch eine hektische Szene jetzt zwischen Breitner und Sambo. Die letzte Chance wahrscheinlich für Újpest. Tot. Und knapp verfehlt von Horvath. Er ist einer der dynamischsten Spieler gewesen bei Újpest. Ein Mann, der ein unerhörtes Pensum zurückgelegt hat. Ein Mann, der von hinten immer wieder Angriffe eingeleitet und selbst versucht hat, sie abzuschließen. Jedenfalls ein starker Spieler. Jetzt Fekete! Fekete! Aber auch in der Schlussminute unglücklich und auch etwas unproduktiv, so wie im ganzen Spiel. Und der Schlusspfiff auch schon von Schiedsrichter Gonella. Bayern München erreicht im Nebstadion von Budapest vor 76.000 Zuschauern gegen Újpest Doja ein 1:1, Pausenstand 0:0 und schafft sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel und damit für den Einzug ins Finale, das am 15. Mai in Brüssel stattfindet.